Sag mal, Johanna, ihr produziert ja jetzt hier in eurer hauseigenen Manufaktur. War das immer schon so? Nein, das ist erst seit einem guten Jahr so. Wir haben vorher in Stolp, in Swups, produziert. Das ist ungefähr 10 Kilometer von unserem Zuhause. Und ganz am Anfang war schon immer mein auch noch heutiger Geschäftspartner Christoph mit dabei. Den habe ich damals in Stolp in so einem kleinen Atelier, in so einem Kellerloch getroffen. Er saß gerade mitten auf seinem Schneidertisch und hatte in seinem Atelier, glaube ich, 30 Quadratmeter und unter anderem eine Bestickungsmaschine. Und da ging die erste Produktion los. Versand habe ich damals von zu Hause aus gemacht. Irgendwann haben wir dann beschlossen, dass wir zusammen einen Standort dort suchen und sind dann umgezogen. Und von da an sind wir eigentlich jedes Jahr bzw. alle zwei Jahre in neue Räumlichkeiten gezogen. Jedes Mal dachten wir, dieser Platz wird dieses Mal sicher nicht reichen. Aber ziemlich schnell waren wir wieder auf der Suche nach einem neuen Standort. Und anstatt weiter Mietflächen in der Stadt zu suchen, sind wir dann auf den Hof gezogen. Und dann kam das erste Mal der Gedanke, eine hauseigene Manufaktur auf unserem Hof entstehen zu lassen.